10%igen Schadensbonus. Ja. Oh. Hinzufügen kostet 2 Fertigkeitspunkte. Das ist natürlich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Stufe 1 ermöglicht euch 3 Elite Scharfschützenfertigkeiten zu erlernen und anzuwenden. 5 Elite Scharfschützenfertigkeiten zu erlernen und anzuwenden. Okay, ist vielleicht erstmal noch nicht so wichtig. Handwerk. Handwerk, Lehrmeister, Schmieden, Telekinese. Der Bogen. 20%. Das ist ganz gut. Was kommst du? Einhändig. Zweihändig. Eine bleibst auf einhändig. Verteidigung. Körperstärkung. Rettungswürfe. Ist natürlich ganz interessant. Wie viel Erosurk-Zauber ihr erlernen könnt und wie viele Aktionspunkte es kostet, Erosurk-Zauber anzuwenden. Geht ein, wie viele Hexerei-Zauber ihr erlernen könnt? Hexerei-Zauber, was ist denn? Was ist denn das für eine Art von Zauber? Ja, die Zaubersachen wären eigentlich interessant. Allerdings wäre natürlich auch interessant, die Verteidigung zu erhöhen. Rettungswürfe. Wirkt sich auf die Rettungswürfe gegen Furcht, Sturm, komm, nimm die Rettungswürfe. Du bist dann auch ein Wunderkind. Du bist dann hier nämlich 2. Den kriegst du nämlich Einhand. Fähigkeit. Hexerei und Geomont jeweils noch ein. Damit du die Sachen auch dementsprechend ansetzen kannst. So, ausrüstungstechnisch. Ausrüsten an mich. Ausrüsten an mich. Gut. An Skat senden. An Scarlet sind. Zweihandwaffe, nein. An Scarlet senden. Genau, so will ich das gerne haben. So. Joa, so gut. Ja, haben wir uns mal mit dem schon aufgelöst. Schade, dass ich fertig bin. Was haben wir denn noch für. Für in sich jetzt für so Schaden passiert sind. Die Erde hat die Führung ein. Achso. All unsere Taten scheinen eure Fertigkeiten zu stärken. Es reicht schon aus, wenn ich die gesamte Mannschaft allein auf meinen Schultern trage. Euer Vorbild hat mich zu neuen Höhen beflügelt, die ich mir niemals erträumt hätte. Euer Vorbild hat mich zu. Achso. Niemandem ist geholfen, wenn ihr mich mit leeren Schmeicheleien belästigt. Diese Inspiration ist nicht nur einseitig, mein Freund. Was kann sich denn da noch entwickeln? Diese Inspiration ist nicht nur einseitig, mein Freund. Kann sich davon was entwickeln? Feuerfeuer, Alter. Was ist hier noch drin? Sachen geflügelt. Na ja, gut. Oh, was haben wir denn hier? Leere Schriftfolge. Der Liebhaber der Sehne Band 2. Handwerksbuch zu lesen. Spezialpfeile sind eine Spezialität der erfahrenen Meisterschützen. Zuerst stellen sie Pfeilspitzen aus Zähnen her, damit die magischen Pfeile auch wirklich funktionieren. Solche Pfeile sind schon sehr spitz, aber noch interessanter wird es, wenn man die Pfeilspitze mit bestimmten Tränken behandelt. Eine Spitze.
Pfeil, ja. Pfeilspitzen trinken. Resistenztank, magisch Rüstung. Giftfläschchen. Vergiftete Pfeilspitze. Die vergiftete Pfeilspitze. Kann ich hiermit zu einem Giftpfeil machen. Wir haben 11 Feuerpfeile. Interessant, interessant. Lalala, interessant, interessant. Ich muss unbedingt zusehen. Also ich brauche leere Fiolen, um mir dann viele Sachen erstellen zu können. Was natürlich im Kampf was bringt. Oh, Schriftrolle der Wiederbelebung. Sowas kann man nicht brauchen. Aber natürlich. Verliere langsam die Übersicht in meinem Inventar. Bitte identifizieren Sie. Bitte identifizieren Sie. Einhandwaffen sind natürlich für unsere Tussi immer ganz gut. So, was ist das? Allwissend. Alte Lederrüstung des Schlangenmenschen. Rüstungswert 10. Das ist Gewandtheit 1. Das ist Wahrnehmung Giftresistenz. Gewandtheit und Wahrnehmung ist genau richtig für mich. Bitte ausrüsten. Das Ding geht dann auch noch kurz an Scarlet rüber. Wo sind denn meine ganzen leeren Figuren? So, kann ich dich mit dem? Kann ich dich mit dem? Ja, was wird daraus? Erdresistenz dran. Machen wir. Können wir immer verkaufen, so Tränke. Dann kann ich daraus was machen. Kann ich aus der Sehne machen. Sehne kann ich natürlich keinen Trank machen, das ist richtig. Halt, stopp, wo sind meine leeren Flaschen? Das sind nur Wasserflaschen. Ich bin gerade überlegen. Ich kann... Apfel und Flasche ergeben mir leider keinen Apfelsaft. Das war jetzt gerade so mein Gedanke, da einen Apfelsaft aus. Scarlet, was kann denn 2943? Angriff 5 Aktionspunkte da. Ach, mach mal Stufe 5. Das ist gerade mal Stufe 3. Dann leg ich nochmal wieder beiseite. Die kannst du wieder mich sehen. Dann kann ich sie verkaufen. Da ist wieder, da habe ich jetzt schön Sachen gefunden. War hier sonst noch irgendwas? Nein, also gehen wir wieder nach oben. Ups. Das war jetzt das Gold. Ich wollte nämlich jetzt nicht mit mir gleich Sympathie machen. Dear Septimus, but you have been fighting those awful orcs. Ah, komm. Wenn, dann nehmen wir auch gleich alles mit, ne? Oh, but don't you worry, my lady. We legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor demon. Oh, what if you were to be ambushed, caught unawares? Oh, catch me, for I might faint. Alte, komm mal hervor. Ich möchte mit dir reden. Again? So. Das, des Anführers leichte Armbrust ist Geomanten. Ah, ja, Angriff 8, Aktionspunkte, weil das Ding schon 5 ist. Aber jetzt ist ja auf einmal so eine schöne Armbrust. Weil die macht natürlich schön Schaden, ne? Trefferwahrscheinlichkeit steht die hier rein zufällig. Boah, kritische Schaden mal 2. 15%ige Wahrscheinlichkeit, den Status-Effekt vergiftet zu verursachen. Das ist natürlich sehr interessant. Lederstück. Stoffrüstung. Frage, was man sich daraus so macht. Hm? Aber ich bin da nicht Menschen Asche für, muss ich mal sagen. 21 bis 39. Wie meint. So, aber
verkauft. Das kriege ich nicht. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich aber. Das. Wir sind mal pleite, wa? Machen wir sie mal pleite. Ja, nee, machen sie eben nicht pleite. Das ist nämlich das Problem, was sollten die kosten? Aber wollen wir mal gucken, was wir noch haben. Was haben wir denn hier? Verlangsamende Pfeil. Das. Und die Armbrust 4,5,60. Armbrust wäre natürlich mal nicht schlecht als Zweihandwaffe. Ich trage ja eh kein Schild, mein Bogen ist ja eh schon eine Zweihandwaffe. Der hat 27 bis 47, das Ding hat nur noch die 37 bis 58. Noch, das ist zu viel. Das kann es auch nicht mal ausreichen. Heiltrank. Natürlich die Frage, Heiltränke noch kaufen oder? Zutatentechnisch hätte sie nur einen blauen Pilz. E plus 22 Feuerresistenz plus 10 ist jetzt der. Okay. War ja nicht so interessant. Aber technisch hast du natürlich auch nichts, was interessanter wäre. So. 4. 16. 4,5,32. Wir kommen der Sache näher. Ja, danke. Sprecht über den Mord an euren Mann. Wie wär's, wenn ihr mir erklärt, woher das Blut auf diese Messer starb? Ich habe euer detailliertes Handbuch für den perfekten Mord gefunden. Ach, dieser grauenvolle Schinken, der für so viel Aufsehen sorgt. Der gehörte Jake nicht mehr. Er war Politiker, versteht ihr nicht? Immer am Block schmieden. Immer einen Schritt voraus sein müssen. Also wirklich, ihr hättet gedacht, dass ein Quelljäger den Überlebenssinn meines Gang zu schätzen müsste. So, solltet ihr lieber mir erklären, wie ihr an meinen Keller zu suchen habt. Und der Dolch? Das ist ein Schlachtermesser, das mein verstorbener Mann zum Fleischschneiden benutzt hat. Das Kochen. Was für eine unwiderlegbare Beweisstück legt mir das mal vor? Bye. Weg. Ja, wie sollen wir das denn jetzt noch machen? Erstmal wollen wir noch einen Händler, um so einige Sachen zu verkaufen. Aber das zum Beispiel. Okay, haben wir ja auch noch mal schön. Raus damit. Den Bogen. Und diesen Antiken, den will ich aber behalten. Weil der braucht Stufe 5, der braucht Stufe 4. 5 Aktionspunkte, wir brauchen 4 Aktionspunkte. Seven, we've secured the perimeter. Alle Unterschiede 27 sind 40. Stufe 5 braucht natürlich auch noch ein bisschen. Der mit Stärke, da wollen wir mal gucken. Das will ich noch verkaufen. Die will ich nicht verkaufen, das ist klar. Das ist ja ein Beweisstück. Der perfekte Mord. Den behalten wir auch mal hier drin. Na, ich sehe mal voll Nimi. Gut. Händlermäßig. Ja, wir haben uns jetzt eigentlich
Hackebacke. An 3. Backe Kuchen an 3. Die Grundzutat. Nein, die Grundzutat der meisten Speisen ist Teig. Dafür braucht man nur Mehl und Wasser. Und schon kann man fast alles zubereiten. Apfelkuchen, Fischpastete, Pizza, Käsebrötchen. Apfelkuchen. Teig für Apfelkuchen. Schön. Jetzt habe ich Teig für Apfelkuchen. Wie mache ich jetzt Apfelkuchen? Damit können wir mal unsere Äpfel verbrauchen. Machen wir mal... Nee, ich muss erstmal mal herausfinden, wie ich mein Wasser auflade. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Kann ich vielleicht... Hier ist ja ein Wasser. Hey, wer hätte denn das gedacht? Es funktioniert. Wenn ich jetzt mal bitte meinen Schlüssel verwende, um ein bisschen Teile herzustellen, kann ich noch ein bisschen Teig herstellen. Schmeißt du das eigentlich immer wieder? Mehl. Becher. Ja, bitte einen Teig herstellen. Einmal Teig herstellen, bitte. Teig herstellen, bitte. Die Becher bitte wieder auffüllen. Den bitte auch wieder auffüllen. Dann können wir gleich mal Apfelheini herstellen. Wir haben hier das Glas. Hier haben wir den Apfel, den wir hier haben wir leere Flaschen. Wo ist denn jetzt Glaswasser? Wo ist denn jetzt meine Wasserflasche? Hier ist Becherwasser. Soll ich aufladen? Wasserflasche 13 benutzen, um zu konsumieren. Getränke ernähren euch und können verschiedene Auswirkungen haben. Okay. Dreimal Teig habe ich noch. Kann man gleich nicht herstellen. Ich frage mich gerade, was die für ein Gewicht haben. 13. Glaswasser hat natürlich wesentlich weniger. Was natürlich auch ökologisch ist. So, Apfel. Wie möchten wir noch mehr Teig herstellen? So, jetzt haben wir ja noch einen Teig übrig. Kann ich damit mit Orange verbinden? Kann ich den mit? Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich da für dich? Nee, du bist ja Teig für Apfel. Kann ich nicht dampfen. Das Fleisch. Teig ist eine Zutat. Das Fleisch ist eigentlich was zu essen. Guckt mal einen an. Ja, müssen jetzt nur noch rausfinden, wie wir Apfelkuchen machen. Aber an Wasserfässern kann man seine Sachen aufladen. Das ist natürlich interessant. Denn schmeiße ich jetzt allerdings die Flaschen für das Wasser hinaus. Weil die natürlich dementsprechend viel. Oh meine, 13 Stück mit 156 bringen natürlich einmal Geld, aber auch das Gewicht, was wir dann bekommen. Man sollte sich aufbauen. Ne? Einsetzen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen.
das Gewürfel kaufen, das ist auch Delta. Aber hier, einen Kochtopf können wir zum Beispiel auch mal brauchen. Eine Wiederbelebungsrolle. Also Pickaxe kann ich eigentlich brauchen, aber das Geld. Ich weiß nicht. Einen Fliegenpilz können wir gebrauchen. Dann Steinpilze können wir auch gebrauchen. Wesentlich günstiger und wir können uns dann mit Tränke dann herstellen. Lederstück. Ich will unbedingt mal ein Lederstück haben zum Austesten. Die haben ja noch ein bisschen zu verkaufen. Muss es ja nicht. Ich habe schon wieder viel zu viel hier drin geschmissen. So, kann sie uns das ausgleichen? Gar nicht. Nadel und Faden. Nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir das Stück Leder noch mit. Was ist denn? Haben wir noch irgendwas Sinntechnisches, was wir verkaufen können? Ja, 7. Wir haben alle 9er Wert. Kriegt sie. Wir sind da ein paar Sachen müssen haben, was Neues. Ich bin nur mal weg. Nadel und Faden. Plus Lederstück. Let's see. Join the Spider-Man. Ach, Faden. Nadel und Faden plus Lederstück. Ausgemachte Lederrüstung. Genau das wollte ich nicht wissen. Warum scrollt er rein, wenn ich mir eine Task bringe? Der Kochtopf auf die Chef nach unten. Die Pilz und die kommen auch nach unten. Wo sind meine leeren Fiolen? Da. Heiltränke herstellen. Danke. Let's see. Tower Snake. Nadel und Faden, fast geschafft. Ja, zwei Stück bitte. Nadel und Faden, ja. Warum funktioniert denn das nicht? Nein. No one has as many friends as the man with many cheeses. Na gut. Es ist zwar nicht das Beste, aber. Let us see if you can choose the finest grains. Schade tut es nicht. Das stellt man noch mal her. Man kann es ja erweitern, so denn der Fliegenpilz, der uns ja nochmal wieder ein Giftfläschchen macht. Die wir dafür einsetzen können, diese Spitze zu vergiften. Ich tue eigentlich auch was. Kann ich nicht. Okay, ist auch logisch. Das heißt, schnell, aber. So, der kommt hier wieder drauf. Damit kriegen wir nochmal einen Giftpfeil mehr. Scarlett, wie viele Heiltränke hast du? 10, ich hab Knochen, das ist noch. Das Glas Wasser darfst du an mich senden, da kann ich. Sag mal, das ist ein Glas Wasser. Das ist auch ein Glas. Warum? Was hat unsere eine?
also etwas Besseres. Gut, Bildheit. Ich kann dir doch sicherlich sagen. Schatzkarte 1. Da müssen wir ja auch nochmal reingucken, wa? Was diese Schatzkarte zu bedeuten hat. So, ich möchte bitte verkaufen. Das wird auch meine letzte Amtshandlung in dieser Aufnahme sein. Genau, das eine Glas Wasser wollte ich verkaufen. Das Bild wollte ich verkaufen. Das wollte ich verkaufen. Das. 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 Damit habe ich doch eigentlich alles verkauft, was ich verkaufen wollte. Fall. Nee, das ist genau das. Auch noch. So, das gleiche Geld aus. Nein, Karte und Geld. Mal weg. So, die Schatzkarte. My map is slowly filling up with secrets. Borgener Hügel. Red and orange, yellow and green. Na, doch noch nicht alles ins Deutsche übersetzt, wa? I've already read this. Ja, man kann sie theoretisch wieder verkaufen. So, ich bin aber mal wieder weg. Bitte einmal ins Inventar. Let us see if you can choose the finest breeds. Schinken, achso, Schinken wollte ich doch eigentlich auch noch. An Scarlet Schinken, danke. Ja. Das ist mit der Wasserfutzutat. Hier war noch alles zu tragen. So, du bist ja auch noch ein Lebensbanger. Genau, zu. Gut, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Aufnahme angekommen. Ja, wir haben jetzt nur ein bisschen hier in der Stadt rumgemacht, sind natürlich dem Mord auf den Spuren. Jetzt musste ich irgendwie mal schauen, wie ich weiterkomme. Ich habe hier kein direktes Ziel. Also dieses Let's Play wird dann wohl doch noch um einiges länger voranlaufen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mal mit dem Bürgermeister dieser Stadt hier sprechen. Das wird aber alles in der nächsten Folge passieren. Wir müssen uns doch umschauen, ein bisschen mehr gucken, was wir denn so an Sachen kaufen, die Stadt noch etwas weiter erkunden. Alles dieses wird in der nächsten Folge dann passieren oder in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.